1912, Sussex, England. Ein spektakulärer Knochenfund. Man hält die Knochenfragmente für die Überreste eines prähistorischen Menschen. Der sogenannte Piltdown-Fund oder Piltdown-Mensch geht in die Geschichtsbücher ein und gilt lange Zeit als eine der wichtigsten archäologischen Entdeckungen überhaupt. Fakt oder geschickte Fälschung? Der Piltdown-Schädel war ein Riesenschwindel und sollte Auswirkungen auf unser Verständnis der menschlichen Entwicklung haben. Und das blieb fast ein halbes Jahrhundert so. Es passte genau in die Vorstellung der damaligen Zeit, dass frühe Menschen eine affenähnliche Erscheinung hatten, aber auch schon ein ausgeprägtes Gehirn. Ein Volltreffer. Und es war ein schöner Bonus, dass man es in England gefunden hatte. Dass dieser Fund so schnell bekannt wurde, hatte auch damit zu tun, dass er in England gemacht wurde. Das stärkte das Nationalgefühl. Dass man das fehlende Bindeglied, den Missing Link, von dem Darwin schon gesprochen hatte, genau hier auf der Insel fand. Großbritannien sollte eine ganz besondere Rolle spielen. Vielleicht wollten ein paar Oberschlaue das Ganze besonders geschickt einfädeln. Auf jeden Fall gab es ein Interesse daran. Sie haben ihren Segen gegeben und das Ganze weiterlaufen lassen. Ganz gleich, ob wir von historischer Forschung sprechen oder von wissenschaftlichen Erkenntnissen oder von anderen Bereichen, die Wahrheit ist entscheidend. Ich glaube, wir können gar nicht zu hohe Maßstäbe anlegen, wenn es um unsere kulturelle Geschichte geht. Als erster nimmt der Hobbyarchäologe Charles Dawson die Knochenreste unter die Lupe. Arbeiter haben sie 1908 in der Nähe einer Kiesgrube in East Sussex gefunden. Er setzt seinen Freund Arthur Woodward über den Fund in Kenntnis. Der ist der damalige Verwalter der paläontologischen Abteilung des Naturkundemuseums in London. Dawson erzählte, er wäre bei einem Spaziergang an Straßenarbeiten vorbeigekommen. Er will zu den Arbeitern gesagt haben, lasst mich wissen, wenn ihr beim Graben auf etwas Interessantes stoßt. Die Gegend hat Potenzial. Hier lässt sich bestimmt etwas finden. Also sagt einfach Bescheid. Das ist seine Version der Geschichte. So wäre das besagte Schädelfragment in seinen Besitz gelangt, was schon grandios ist. Und zu alledem fand er auch noch ein Stück von einem Unterkieferknochen. Beides zusammen konnte laut Dawson nur auf eines deuten, den Missing Link. Charles Dawson war eigentlich keine auffällige Person. Er war Landbesitzer und ein Anwalt in der Provinz und führte ein gewöhnliches Leben. Aber er strebte nach Größerem. Er wollte ein weltbekannter Archäologe sein. Bislang konnte er jedoch keine nennenswerten Erfolge vorweisen und hinkte vielen seiner Zeitgenossen hinterher. Heute wissen wir, dass er nicht nur vorgab, den Missing Link gefunden zu haben. Noch viele weitere archäologische Ungereimtheiten gehen auf seine Kappe. Dezember 1912. Dawson und Woodward präsentieren den Schädel in London der Geologischen Gesellschaft. Woodward verweist darauf, dass die Rekonstruktion erstaunliche Ähnlichkeiten zu modernen Menschen zeigt. Und der Piltdown-Mensch, wie der Fund von jetzt an genannt wird, das fehlende Bindeglied zwischen Primaten und Menschen darstelle.
Es ist eine Sensation. Der Manchester Guardian titelt: Einer der bedeutendsten prähistorischen Funde unserer Zeit wurde in Sussex gemacht. Dr. Miles Russell ist Archäologie-Dozent an der Bournemouth University. Der Piltdown-Mensch war eine der aufsehenerregenden Entdeckungen jener Zeit. Er bewies, dass sich Menschen aus Affen entwickelt hatten und bereits die frühen Menschen über ein großes Gehirn verfügten. Es war also ein bedeutender Fund. Aber er war auch problematisch, weil er in England gemacht wurde. Einige folgerten daraus, dass die englische Archäologie überlegen sei. Aber vor allem, dass die Menschheit hier ihren Anfang genommen habe, in England. Man schenkte der Sache vor allem so großen Glauben, weil Dawson in London als vertrauenswürdiger Sammler galt. Auch für Woodward. Including Woodward Smith. Er selbst war so sehr überzeugt, dass bis heute viele glauben, dass auch er in den Betrug verwickelt war. Wahrscheinlich haben die wenigsten das Ganze hinterfragt, weil ihnen die Idee gefiel, dass die frühesten Menschen aus England stammten. Vor allem mit einem so großen Gehirn. Das britische Weltreich war auf seinem Zenit angelangt. Die Idee, dass die ersten Menschen britisch waren und hier die Menschheit ihren Ausgang hatte, passte da gut ins Bild und beflügelte den Nationalstolz. Dr. Miles Russell ist dem Betrug um den Piltdown-Menschen mehr als 20 Jahre nachgegangen. Er zeigt uns Dawsons damaliges Büro. Wir sind hier in Uckfield. Das ist die Kanzlei Dawson & Hart, die Dawson im frühen 20. Jahrhundert mitbegründet hat. Mir wurde gesagt, dass sich hier immer noch Spuren der Piltdown-Entdeckung finden. Hier. Irgendwo. Ah, da ist es. And there he is. This is a replica. Das ist eine Replik des Piltdown-Schädels. Als 1953 der Schwindel aufflog, verlangte Dawson & Hart das Original vom Naturhistorischen Museum zurück. Obwohl eine Fälschung, wollte man die Rekonstruktion nicht rausrücken und schickte der Kanzlei stattdessen einen Gipsabguss. Seit den 1960er Jahren ist der hier zu sehen. Genau genommen das einzige von der ganzen Piltdown-Geschichte, das man heute noch zu sehen kriegt. Wissenschaftler sind auch nur Menschen. Manchmal will man Dinge einfach glauben. Ein anständiger Wissenschaftler prüft natürlich alles ganz genau. Aber wenn ein Fund so spektakulär ist, dann soll es einfach wahr sein. Die Piltdown-Sache hat aber durchaus etwas in der Gesellschaft vorangebracht. Angeblich den Missing Link gefunden zu haben, gab den Evolutionisten recht und verwies die Kreationisten auf die hinteren Bänke. Die Menschen vermeiden es, Dinge zu hinterfragen, die sie gerne hören wollen. Das ist ganz natürlich. Man muss diese Entdeckung im historischen Kontext betrachten. Mit dem britischen Empire schien es langsam bergab zu gehen. Man setzte alles daran, um Größe zu demonstrieren. Da kam dieser Fund gerade recht. Aber von Anfang an gab es auch Kritik an Woodwards Rekonstruktion des Piltdown-Schädels. There were people who had grave doubts about what Dawson had discovered. Einige hatten ernsthafte Zweifel, was Dawson da gefunden haben wollte. Aber wirklich einflussreiche Leute gaben dem Ganzen ihren Segen. Eine Ansammlung bedeutender Persönlichkeiten. Und die durften sich gesagt haben, egal wie die Sache ausgeht, es ist gut für Großbritannien. Hier
Hier haben wir eine Replik von Schädel und Kiefer. Ein weiterer Abguss. Der ist ziemlich nützlich. Man bekommt eine Idee davon, wie die Fundstücke ausgesehen haben und wie sie in Verbindung zueinander stehen. Man sieht, dass vom Schädel eigentlich nicht viel gefunden wurde. Die dunklen Stellen sind die Fundstücke und die helleren sind die Rekonstruktionen von Arthur Keith und anderen in den 1920ern. Man kann viel darüber spekulieren, wie das Ganze eigentlich genau aussehen müsste, weil wenig vom Gesicht vorhanden ist. Zumindest gibt es große Teile des Hinterkopfs. Heute wissen wir, dass es sich um den Schädel eines Menschen um 1400 herum handelt. Der Guss ist sehr massiv. Man kann also nicht genau erkennen, wie die Bruchstücke mal zusammenpassten. Aber er wurde mit Absicht ausgesucht. Weil der Schädel besonders groß ist, wirkt er sehr archaisch, was Dawsons Absicht entgegenkam. Hinten fehlen aber weite Stücke. Daher lässt sich nicht mehr genau sagen, wie das eigentliche Gesamtbild aussehen müsste. Bis dahin dachte man, dass sich bei der Entwicklung von affenartigen Vorfahren zum Menschen zuerst die Form von Kiefer und Gebiss verändert hätten. Der Piltdown-Mensch zeigte, dass zuerst das Gehirn größer wurde, bevor die Morphologie des Kiefers andere Züge annahm. Das änderte die Sichtweise auf die Entwicklung des Menschen, zumindest in Hinsicht auf seinen Kopf. Charles Dawson wollte die Anerkennung des Naturkundemuseums. Er übereignete seine Fundstücke und sagte, hier habt ihr alles, das perfekte Exponat zur alles entscheidenden Frage, woher kommen wir? Ein scheinbarer Glücksfall für das Museum. Die vielen Kritiker und Zweifler wurden von den Verantwortlichen einfach ignoriert. Heute würde so etwas bestimmt nicht mehr passieren, oder? Wenn sogar die geologische Gesellschaft diese Sache unterstützte, muss doch wohl alles seine Richtigkeit haben. Aber auch nach der öffentlichen Präsentation des Piltdown-Menschen sagten Kritiker, vergesst es, das kaufe ich euch nicht ab. Woodwards Rekonstruktion hat affenähnliche Eckzähne, was schon an sich kontrovers ist. Im August 1913 durchsuchen Woodward, Dawson und Pierre Teilhard de Chardin die Erdhügel in Sussex. Vor allem, um noch weitere solcher Zähne zu finden. Kurz darauf finden sie, laut Woodward, genau einen solchen Eckzahn, der perfekt in den Unterkiefer passt. Das wirklich Brillante am Piltdown-Fund sind doch die immer passenden Entdeckungen. Dawson und Woodward waren die Leiter der gesamten Ausgrabung. Sie hatten nur einen Hilfsarbeiter zum Graben dabei, Venus Hargreaves, der die Erdhügel aufschüttete, die dann durchsiebt wurden. Auf diese Weise musste Dawson nichts im Boden verstecken. Da wurde auch nie etwas gefunden, nur in den aufgeschütteten Erdhaufen. Das machte das Ganze einfach für Dawson. Er wohnte in der Nähe und konnte jederzeit etwas in die Hügel stecken, damit es andere dann finden. Da auch jeder Zugang hat, kann man so gut seine Spuren verwischen und das Ganze auch noch echt aussehen lassen. Woodward hofft, dass der Fund der Diskussion um seine Rekonstruktion ein Ende bereitet. Aber der angesehene Mediziner und Anthropologe Arthur Keith zweifelt an Woodwards neuester Entdeckung. Seine eigene Rekonstruktion verweist darauf, dass menschliche Backenzähne beim Kauen eine Seitwärtsbewegung erlauben. Der Fangzahn im Piltdown-Kiefer würde eine solche Bewegung aber unmöglich machen. Heute wissen wir, dass das der Kiefer eines Orang-Utans ist. Es wurde also der Kiefer eines Affen bearbeitet. Das eigentliche Problem ist, dass der Gelenkkopf, also die Verbindung zum Schädel, mit Absicht entfernt wurde. Es gibt also keine greifbare Schnittstelle. Und das ließ schon damals viele vermuten, dass es sich um Teile von zwei Individuen handelt. Von einem Menschen und einem Orang-Utan, die irgendwie zusammengesetzt wurden. Aber wenn man beides versucht in Einklang zu bringen, zieht der lange Kiefer das Gesicht mit nach vorne. Dadurch wirkt alles sehr affenähnlich. Das passt zur viktorianischen Vorstellung
Vorstellung eines frühen intelligenten Menschen mit den Zügen eines Affen. Aber heute wissen wir, dass sich erst die äußeren Merkmale verändert haben müssten und dann das Gehirn. Der Zeitpunkt war perfekt. Ein guter Schwindel muss eine Nachfrage bedienen. Und das war um 1912 der Fall. 50 Jahre nach dem Erscheinen von Darwins Die Entstehung der Arten. Das britische Weltreich lahmt etwas in der Archäologie. Und da taucht plötzlich Dawson auf und sagt, wie der Zufall so spielt, liebes Großbritannien, wir haben es gefunden. Der Rest der Welt kann aufhören zu suchen. Alles lechzte nach diesem Fund. Das erklärt, warum auch niemand erwiderte, das ist aber der Kiefer eines Orang-Utans, der Eckzahn eines Schimpansen und der Schädel von irgendeinem armen Kerl. What forensic analysis was available in 1912? Welche Möglichkeiten hatte man 1912, das Ganze zu widerlegen? Bei genauerer Betrachtung hätte man erkennen können, dass der Kiefer eingefärbt wurde, um ihn älter aussehen zu lassen. Das hätte keinen großen Aufwand bedeutet. Man hätte zumindest in die Zähne im Kiefer bohren können und dann gesehen, dass die äußere Färbung nicht die gleiche gewesen wäre und die Zähne innen noch ganz weiß sind. Und dann hätte man vielleicht auch noch erkannt, dass die Zähne abgefeilt wurden. And you might have noticed, had you looked more clearly, that the teeth had been filed down. Das ganze Gesicht wurde nachgebildet. Es gibt nur dieses kleine Stück vom Nasenbein, das bei der Grabung gefunden wurde, das andeutet, dass es sich hier um ein menschliches Gesicht handelt. Aber alles andere, wie die Augenhöhlen, fehlt. Und das ist wohl Absicht, weil Dawson so verhindern wollte, dass man sich ein Gesamtbild machen kann. Er wollte, dass sein Fund Diskussionen auslöst und die Leute darüber reden. Aber er ließ genug humanoide Indizien übrig, damit es noch der Missing Link sein könnte. '1915 behauptet Dawson, drei Fragmente eines zweiten Schädels gefunden zu haben. Piltdown 2. Nur 3 Kilometer vom ersten Fundort entfernt, irgendwo im Sheffield Park. Woodward versucht mehrmals, von Dawson den genauen Fundort zu erfahren. Aber vergeblich. Der Geologischen Gesellschaft präsentiert er die neuen Fundstücke erst 5 Monate nach Dawsons Tod im August 1916. 1921 werden die Piltdown-Funde von Henry Fairfield Osborne, dem Präsidenten des amerikanischen Naturkundemuseums in Washington, D.C., untersucht. Er stellt fest, dass Kiefer und Schädel ohne Frage zusammengehören. Die Fragmente aus dem Sheffield Park würden die Echtheit untermauern. Es gab Zweifel an den Piltdown-Fossilien, eigentlich schon von Anfang an. Es gibt ein Dokument von 1913, in dem bereits gesagt wird, dass es sich wohl um Teile eines Schimpansen und eines Menschen handeln müsse. Auch in den Jahren danach wurden immer wieder Zweifel laut. Aber Charles Dawson hatte viel Unterstützung. Selbst bekannte Forscher waren sich wegen der Fossilien unsicher, aber einige unterstützten Dawson. Und es reichte schon, damit die Funde ernst genommen wurden. Alle fossilen Funde weltweit zeigten, dass sich in der menschlichen Evolution erst die körperlichen Merkmale weiterentwickelten und dann erst das Gehirn. Piltdown zeigte das genaue Gegenteil. Ein Affenkörper mit großem Gehirn. Totally contradicted everything else. And dass die Piltdown-Funde so schnell und auch so lange akzeptiert wurden, erschwerte für lange Zeit, dass man anderen Fossilienfunde ihre Rechtmäßigkeit zugestand. Es gab durchaus viel Kritik an Dawson. Mit der Geschichte hatte er sich in Sussex nicht gerade Freunde gemacht und sich von der anthropologischen Gesellschaft entfremdet. Nicht wenige nannten ihn den Zauberer von Sussex, weil er so aufsehenerregende Entdeckungen machte. Weit mehr, als man eigentlich annehmen könnte.
Deshalb auch einige in seinen Sammlerkreisen nicht gerade überzeugt waren. Dafür machte er sich anderswo umso mehr Freunde, vor allem im Naturkundemuseum und in diversen Forscherkreisen. Piltdown war, was sie wollten. Sie unterstützten seine Arbeit. Letztlich ist die ganze Geschichte eigentlich großartig. Die Leute haben danach gefragt. Es wurden platzierte Feuersteine gefunden, Nilpferdzähne, lauter Dinge, die man in einer prähistorischen Welt erwartet. Dawson machte in den 3 Jahren seiner Ausgrabungen immer wieder solche passenden Funde. Alle Fragen zum Piltdown-Menschen, war er ein Jäger, war er intelligent, wurden so gleich mitbeantwortet. Während das britische Naturkundemuseum von Dawsons Fund begeistert war, war es die akademische Welt ganz und gar nicht. 1913 veröffentlichte David Waterson im Nature Journal seine Auffassung, dass einfach ein Unterkiefer eines Affen an einen menschlichen Schädel geheftet wurde. Der Piltdown-Fund passte in seine Zeit. Aber spätestens ab den 1930er Jahren war die Kritik nicht mehr zu überhören. Die Wissenschaftler distanzierten sich zunehmend. Es wurden immer mehr Schädelfragmente gefunden, die auf ein menschliches Gesicht mit affenähnlichem Schädel schließen ließen. Der Piltdown-Fund stand dadurch immer isolierter da. Aber die Öffentlichkeit und die Medien liebten den Fall, auch wenn die meisten Wissenschaftler ihn schon längst abgeschrieben hatten. Als dann in den 50er Jahren endlich klar wurde, dass es sich um eine Fälschung handelte, war das für viele Forscher eine echte Erlösung. Auch wenn viele von Anfang an Zweifel hatten, sollte es doch noch über 40 Jahre dauern, bis Joseph Weiner, Kenneth Oakley und Professor LeGros Clark mit eindeutigen Tests den Piltdown-Fund ein für allemal widerlegen können. Erst am 21. November 1953 veröffentlicht das britische Naturkundemuseum die Resultate der Forscher und bestätigt den Betrug um den Piltdown-Fund. Weil sich das Naturkundemuseum sehr bedeckt hielt und Woodward die Fundstücke weder für Studien noch für Ausstellungszwecke herausgab, ergab sich erst nach seinem Tod, Ende der 1940er Jahre, die Möglichkeit für weitere Untersuchungen. In den frühen 50er Jahren gab es eine ganze Reihe neuer Testverfahren, wie sie 1912 noch nicht existierten. Und die Radiocarbon-Methode war der entscheidende Durchbruch. Man stellte fest, dass der Schädel eher aufs Mittelalter zu datieren ist. Der Orang-Utan-Kiefer war nur wenige hundert Jahre alt. Beides stammte also wirklich von zwei Individuen. Es zeigte sich auch, dass die Zähne abgefeilt wurden, um sie eher wie von einem Menschen aussehen zu lassen. Das war ein ziemlich platter Betrug. Aber er blieb unbemerkt, weil sich niemand den Kiefer genau ansehen durfte. Sonst wäre sicher aufgefallen, dass die Abnutzungsspuren auf der Zahnoberfläche manipuliert worden waren. Die Knochenstücke und Steinwerkzeuge wurden so bearbeitet, als kämen sie aus dem gleichen Schutthaufen. Einige Fundstücke wurden auch eingefärbt. Alles sah aus, als würde es zusammengehören. Das britische Naturkundemuseum wiederum hielt sie dann wie den heiligen Gral der Archäologie unter Verschluss. Daher konnte sie niemand weiter studieren und viele Auffälligkeiten blieben lange Zeit unerkannt. Die Nachricht, dass der Piltdown-Mensch nur ein großer Schwindel gewesen sei, hatte in der akademischen Welt dann nicht mehr viele überrascht. Seit dem Fund hatten Forscher 40 Jahre lang herausgearbeitet, dass er allen weiteren weltweiten Erkenntnissen widersprach. Aber die Evolutionsvertreter waren trotzdem erleichtert, weil sie sich jetzt sagen konnten, unsere Theorie stimmt, gerade weil der Piltdown-Mensch Unsinn ist. Keith Moore, Archivar der Royal Society in London, verwahrt eine Sammlung von Schriftdokumenten, die von dem Fund von 1912 bis zu seiner Widerlegung 1953 reichen.
Wir haben jede Menge Dokumente zum Piltdown-Fund. Hier ist ein Brief von 1937 von James Reed Moy. Er schreibt an Sir Arthur Woodward wegen seiner Bedenken, die derzeitigen Ausgrabungen in Piltdown betreffend. Es heißt hier, es ist erstaunlich, dass eine so wichtige Entdeckung in einem sonst so öden Gebiet gemacht werden konnte. Aber es gibt ähnliche Fälle. Nach Dawsons Tod lassen die Zweifel nicht nach. Nachdem der Schwindel aufflog, wollte man in der Presse gleich die Schuldigen präsentieren. Hier wird zum Beispiel ein Professor benannt. Das ist William Solis, der Professor für Geologie war. Viele dieser Artikel handelten von akademischen Rivalitäten. Die Wissenschaftler gingen nicht zimperlich miteinander um. Letztlich konnte das Ganze erst aufgelöst werden, als sich Charles Dawsons allgemeine betrügerische Karriere nachweisen ließ. Untersuchungen von Forschern der Liverpool John Moores University lassen nur einen Schluss zu. Methode und Knochen sprechen für nur einen Fälscher, und dieser war höchstwahrscheinlich Charles Dawson. Das Hastings Museum verwahrt bis heute eine Sammlung von Dawson und eine Replik des Piltdown-Schädels. Das ist eine Replik des Piltdown-Schädels, der ursprünglich nach 1900 gefunden worden war und 1913 als wissenschaftliche Entdeckung präsentiert wurde. Im selben Jahr wurden mehrere Nachbildungen angefertigt und landesweit an Museen verschickt. Charles Dawson stiftete dem Hastings Museum schon früh Geld. Er war quasi ab 1889 ein Mitbegründer des Museums. Er war verantwortlich, Fundstücke und Dokumente für die Ausstellung zusammenzutragen und sie zu arrangieren. Viele Exponate stammen von ihm. Diese kleine Figur aus Gusseisen sollte beweisen, dass die Römer schon Eisen verarbeiten konnten, obwohl das nicht der Lehrmeinung entsprach. Aber diese These hielt sich so lange, bis auch dieser Betrug aufflog. Diese Kachel widersprach allem, was man glaubte, vom 4. Jahrhundert in Großbritannien zu wissen. Man ging davon aus, dass die Römer zu dieser Zeit das Land wieder verließen. Aber Dawsons Kachel, mit dem Namen des Kaisers drauf, sollte zeigen, dass die Römer gar nicht daran dachten, sich zurückzuziehen, sondern sogar weiterhin ihre Anlagen in Schuss hielten und ausbauten. Das stand bis in die 70er Jahre auch genauso in Lehrbüchern. Das wurde tatsächlich in der Schule gelehrt. Ich denke, dass Dawson ein faszinierender Zeitgenosse war. Und es wäre wirklich interessant zu erfahren, warum er das alles gemacht hat. Aber das werden wir wohl leider nicht mehr ganz entschlüsseln können. Ich frage mich oft, was wohl passiert wäre, wenn Dawson älter geworden wäre. Wollte er vielleicht zum richtigen Zeitpunkt alles aufdecken? Oder wollte er doch alle Geheimnisse mit ins Grab nehmen? Allemal aber eine großartige Geschichte. Alle Indizien weisen auf Charles Dawson als Urheber des Piltdown-Schwindels hin. Charles Dawson stand gleich als erster unter Verdacht.
Das war nur logisch, weil er bei den Ausgrabungen die meisten Stücke gefunden haben wollte. Wenn jemand alle Möglichkeiten dazu hatte, dann mit Sicherheit er. Und obwohl er Verdächtiger Nummer 1 war, hat sich lange niemand die Mühe gemacht, seinen Background zu durchleuchten. Erst nach Jahrzehnten, als das Interesse am Piltdown-Menschen bestehen blieb, fing man an zu gucken, was Dawson noch so getrieben hatte. Dann dämmerte es langsam, dass Dawson noch in andere solcher Geschichten verwickelt war. Er war kein unbeschriebenes Blatt. Der Archäologe Miles Russell von der Bournemouth University hat Dawsons antiquarische Sammlung untersucht. Er kommt zu dem Schluss, dass mindestens 38 Exponate Fälschungen sind. Darunter Zähne eines angeblich mit den Nagetieren verwandten prähistorischen Reptil-Säugetier-Hybriden, die auf dieselbe Weise nachbearbeitet wurden wie 20 Jahre später die Zähne im Piltdown-Unterkiefer. Wir fanden heraus, dass Dawson während seiner gesamten Karriere seit 1896 mit Fälschungen und fragwürdigen Entdeckungen in Verbindung gebracht wurde. Worum es sich auch handelte, es war aufsehenerregend und steigerte sein Ansehen und seine Bekanntheit bei Museen und wichtigen Forschergesellschaften. Das Muster scheint immer das gleiche. Sobald er weiß, was gesucht wird, findet er es auch. In the archaeological record and then discovering it. This was a man who hankered after recognition by people. Er ist ein Typ, der nach akademischer Anerkennung strebt, aber ohne dafür den ganzen wissenschaftlichen Weg gehen zu wollen, ohne Abhandlungen zu verfassen oder akademische Forschung betreiben zu müssen. Irgendwie schafft er es, genau die Fundstücke zu präsentieren, die andere wollen. Dafür wurde er gehätschelt. Und nichts anderes wollte er. Man kann sich nur ausmalen, wohin das geführt hätte, hätte er noch länger gelebt. Die Chancen auf einen Doktortitel oder sogar einen Professorentitel standen gut. Er stand gern im Rampenlicht. Er wollte dazugehören und fand, schwupps, was die Leute gerade wollten. Häufig geht es bei Fälschungen ums Geld. Reine Geschäftemacherei. Hinter Loch Ness steht zum Beispiel eine ganze Industrie. Oder wenn man sich die Geschichte um die Hitler-Tagebücher anguckt, da ging es sogar um noch sehr viel mehr Geld. Aber Dawson hat daran nichts verdient. Er war schon wohlhabend. Genau genommen hatte er sogar laufende Kosten. Ihm ging es allein um Anerkennung. Er hat keinen Penny dafür bekommen, aber darum ging es ihm auch nicht. Er hatte genug Geld. Er suchte seinen Platz in der wissenschaftlichen Community, in der archäologischen Gesellschaft. Und den hat er auch bekommen. Er wurde Mitglied in der Royal Geological Society und bekam mehrere Auszeichnungen. Diese sollten bezeugen, dass er etwas Großartiges geleistet hatte. Nicht nur für sein Land, auch für die Wissenschaft. Der Piltdown-Schwindel war zu seiner Zeit auch so erfolgreich, weil er den Erwartungen vieler Forscher entsprach, dass irgendwann der Missing Link zwischen Hominiden-Vorfahren und modernen Menschen auftauchen müsste. Irgendwo auf dem eurasischen Kontinent. Der angebliche Fund in Sussex stützt das. Für die Briten ist aber vor allem wichtig, dass er dort gemacht wurde und nicht etwa in Frankreich oder Deutschland. Das hatte seinen Preis, da die Nachbildung des Piltdown-Schädels darauf schließen ließ, dass sich das Gehirn noch vor den physiologischen Merkmalen weiterentwickelt hatte, führte diese Annahme die frühe Evolutionsforschung in eine Sackgasse. It's difficult
Es ist nicht ganz einfach zu verstehen, warum die wissenschaftliche Community nicht früher und vehementer gegen Dawsons Fund Einspruch erhob. Es stimmt schon, viele haben den Fund auch begrüßt, weil sie Fossilien haben wollten, die so wunderbar an die damaligen Vorstellungen passten. Und Dawson konnte diesen Wunsch erfüllen. Ich denke, es besteht immer eine Gefahr, wenn Wissenschaftler nur nach dem Ausschau halten, was sie gerne finden wollen. Aber für die Wissenschaft ist es meistens am besten, wenn sie sich mit Dingen auseinandersetzt, die nicht so recht passen wollen. Ich glaube, das ist wohl die Lehre aus der ganzen Geschichte. Wirklich interessant ist die Rolle, die das Klassenbewusstsein spielt. Ich denke, wenn man noch nie im Vereinigten Königreich gelebt hat, kann man kaum verstehen, wie wichtig das ist. Alles ist mit der Frage der Klassenzugehörigkeit verbunden. Von der Zeitung, die man liest, bis zum Akzent, den man spricht. Ob man Royalist ist oder nicht. Wie in Amerika zum Beispiel vieles mit der Rassenfrage verbunden ist. Das spielt unterbewusst immer eine Rolle. Um das zu verstehen, muss man sowas aus dem Blickwinkel der Menschen und ihrer damaligen gesellschaftlichen Realität betrachten. Dawson war eigentlich ein wohlhabender und respektierter Mann und hatte einen angesehenen Beruf. Wäre er ein armer Schlucker mit Namen Clive aus Birmingham gewesen und er hätte gesagt, jo, ich war graben und hab das hier gefunden. Etwas groß für einen Menschen, oder? Guck mal, krasser Kiefer. Dann hätte wohl jemand gesagt, hör mal Kumpel, du hast da den Kiefer von einem Affen und den Kopf von Tante Frieda. Und wäre einfach ignoriert worden. Aber Dawson hatte alles auf seiner Seite. Es war der richtige Moment, er gehörte zur richtigen Schicht und er war in der richtigen Position. Was er sagte, hatte Gewicht. Heute ist das glücklicherweise anders. Ist ja nicht so, als würde das immer noch so sein. There's no question that if you pollute the standards of science or history. Es steht außer Frage, dass wenn man solche Falschmeldungen rausbringt, man nur Chaos sät. Und dadurch die Standards der wissenschaftlichen oder historischen Forschung kontaminiert. You create havoc. Wissenschaft und Geschichte sind wie ein großes Puzzle, bei dem man versucht, die Teile richtig aneinander zu fügen. Aber solche Störteilchen führen nur auf die falsche Spur. Der Piltdown-Mensch hat einen dramatischen und schädlichen Einfluss auf die anthropologische Forschung. Es wurden weit über 500 akademische Arbeiten veröffentlicht, in denen der Piltdown-Mensch behandelt wurde. Das ist eine Menge Arbeitszeit, die besser genutzt hätte werden können, um, naja, richtige Dinge zu untersuchen. Ganz grundlegend kann man also sagen, es wurde einfach viel zu viel Zeit damit verschwendet. Und dem Verständnis der Evolution war es auch nicht dienlich. 40 Jahre, fast ein halbes Jahrhundert lang, wurde die Forschung in die falsche Richtung geführt. Es heißt ja, dass Wissenschaftler in neue Gebiete vorstoßen. Aber die Piltdown-Sache hat einen tiefen Graben gezogen, den man erstmal überwinden musste. Ohne den Piltdown-Fund wäre man in der Forschung sicher schneller vorangekommen. Am Ende ist die Entdeckung, die viele lange Zeit für einen der wichtigsten archäologischen Funde hielten, nur ein großer Schwindel. Von einem Mann in die Welt gesetzt, der zu seiner Zeit als außergewöhnlicher Hobbyarchäologe galt, der aber, wie sich dann herausstellte, wohl nur ein Serienfälscher gewesen ist. Charles Dawson starb 1916 im Alter von 52 Jahren und entdeckte bis dahin unermüdlich und ungebremst. Auf seinem Totenschein steht Blutvergiftung. Das war kein plötzlicher Tod. Die Vergiftung zog sich fast über ein ganzes Jahr hin, bis er ihr im August 1916 erlag. Heute wissen wir, dass er viel mit Chemikalien hantierte, um die Fundstücke künstlich altern zu lassen.
als würden sie alle von einer Ausgrabung stammen. Dafür hat er Kalisalze, wahrscheinlich Kaliumdichromat, benutzt. Das ist sehr giftig. Dawson hat mit diesen Chemikalien frei in seinem Büro und auch zu Hause herumexperimentiert. Er hat damit auch alle in seiner Umgebung den giftigen Stoffen ausgesetzt. Es gab weder Labor noch Sicherheitsvorkehrungen. Nicht mal einen Mundschutz oder Handschuhe. Ich denke, er ist sehr wahrscheinlich daran gestorben. Man könnte also sagen, dass ihn der Piltdown-Mensch das Leben gekostet hat. Keinen Penny dafür bekommen. Aber darum ging es ihm auch nicht. Er hatte genug Geld. Er suchte seinen Platz in der wissenschaftlichen Community, in der archäologischen Gesellschaft. Und den hat er auch bekommen. Er wurde Mitglied in der Royal Geological Society und bekam mehrere Auszeichnungen. Diese sollten bezeugen, dass er etwas Großartiges geleistet hatte. Nicht nur für sein Land, auch für die Wissenschaft. Der Piltdown-Schwindel war zu seiner Zeit auch so erfolgreich, weil er den Erwartungen vieler Forscher entsprach, dass irgendwann der Missing Link zwischen Hominiden-Vorfahren und modernen Menschen auftauchen müsste. Irgendwo auf dem eurasischen Kontinent. Der angebliche Fund in Sussex stützt das. Für die Briten ist aber vor allem wichtig, dass er dort gemacht wurde und nicht etwa in Frankreich oder Deutschland. Das hatte seinen Preis. Da die Nachbildung des Piltdown-Schädels darauf schließen ließ, dass sich das Gehirn noch vor den physiologischen Merkmalen weiterentwickelt hatte, führte diese Annahme die frühe Evolutionsforschung in eine Sackgasse. It's difficult. Es ist nicht ganz einfach zu verstehen, warum die wissenschaftliche Community nicht früher und vehementer gegen Dawsons Fund Einspruch erhob. Es stimmt schon, viele haben den Fund auch begrüßt, weil sie Fossilien haben wollten, die so wunderbar an die damaligen Vorstellungen passten. Und Dawson konnte diesen Wunsch erfüllen. Ich denke, es besteht immer eine Gefahr, wenn Wissenschaftler nur nach dem Ausschau halten, was sie gerne finden wollen. Aber für die Wissenschaft ist es meistens am besten, wenn sie sich mit Dingen auseinandersetzt, die nicht so recht passen wollen. Ich glaube, das ist wohl die Lehre aus der ganzen Geschichte. Wirklich interessant ist die Rolle, die das Klassenbewusstsein spielt. Ich denke, wenn man noch nie im Vereinigten Königreich gelebt hat, kann man kaum verstehen, wie wichtig das ist. Alles ist mit der Frage der Klassenzugehörigkeit verbunden. Von der Zeitung, die man liest, bis zum Akzent, den man spricht. Ob man Royalist ist oder nicht. Wie in Amerika zum Beispiel vieles mit der Rassenfrage verbunden ist. Das spielt unterbewusst immer eine Rolle. Um das zu verstehen, muss man sowas aus dem Blickwinkel der Menschen und ihrer damaligen gesellschaftlichen Realität betrachten. Dawson war eigentlich ein wohlhabender und respektierter Mann und hatte einen angesehenen Beruf. Wäre er ein armer... Das ist eine Replik des Piltdown-Schädels, der ursprünglich nach 1900 gefunden worden war und 1913 als wissenschaftliche Entdeckung präsentiert wurde. Im selben Jahr wurden mehrere Nachbildungen angefertigt und landesweit an Museen verschickt. Charles Dawson stiftete dem Hastings Museum schon früh Geld. Er war quasi ab 1889 ein Mitbegründer des Museums. Er war verantwortlich, Fundstücke und Dokumente für die Ausstellung zusammenzutragen und sie zu arrangieren. Viele Exponate stammen von ihm. Diese kleine Figur aus Gusseisen sollte beweisen, dass die Römer schon Eisen verarbeiten konnten, obwohl das nicht der Lehrmeinung entsprach. Aber diese These hielt sich so lange, bis auch dieser Betrug aufflog. The story with the
Diese Kachel widersprach allem, was man glaubte, vom 4. Jahrhundert in Großbritannien zu wissen. Man ging davon aus, dass die Römer zu dieser Zeit das Land wieder verließen. Aber Dawsons Kachel, mit dem Namen des Kaisers drauf, sollte zeigen, dass die Römer gar nicht daran dachten, sich zurückzuziehen, sondern sogar weiterhin ihre Anlagen in Schuss hielten und ausbauten. Das stand bis in die 70er Jahre auch genauso in Lehrbüchern. Das wurde tatsächlich in der Schule gelehrt. Ich denke, dass Dawson ein faszinierender Zeitgenosse war. Und es wäre wirklich interessant zu erfahren, warum er das alles gemacht hat. Aber das werden wir wohl leider nicht mehr ganz entschlüsseln können. Ich frage mich oft, was wohl passiert wäre, wenn Dawson älter geworden wäre. Wollte er vielleicht zum richtigen Zeitpunkt alles aufdecken? Oder wollte er doch alle Geheimnisse mit ins Grab nehmen? Allemal aber eine großartige Geschichte. Alle Indizien weisen auf Charles Dawson als Urheber des Piltdown-Schwindels hin. Charles Dawson stand gleich als erster unter Verdacht. Das war nur logisch, weil er bei den Ausgrabungen die meisten Stücke... This is a replica. Das ist eine Replik des Piltdown-Schädels. Als 1953 der Schwindel aufflog, verlangte Dawson & Hart das Original vom Naturhistorischen Museum zurück. Obwohl eine Fälschung, wollte man die Rekonstruktion nicht rausrücken und schickte der Kanzlei stattdessen einen Gipsabguss. Seit den 1960er Jahren ist der hier zu sehen. Genau genommen das einzige von der ganzen Piltdown-Geschichte, das man heute noch zu sehen kriegt. Wissenschaftler sind auch nur Menschen. Manchmal will man Dinge einfach glauben. Ein anständiger Wissenschaftler prüft natürlich alles ganz genau. Aber wenn ein Fund so spektakulär ist, dann soll es einfach wahr sein. Die Piltdown-Sache hat aber durchaus etwas in der Gesellschaft vorangebracht. Angeblich den Missing Link gefunden zu haben, gab den Evolutionisten recht und verwies die Kreationisten auf die hinteren Bänke. Die Menschen vermeiden es, Dinge zu hinterfragen, die sie gerne hören wollen. Das ist ganz natürlich. Man muss diese Entdeckung im historischen Kontext betrachten. Mit dem britischen Empire schien es langsam bergab zu gehen. Man setzte alles daran, um Größe zu demonstrieren. Da kam dieser Fund gerade recht. Aber von Anfang an gab es auch Kritik an Woodwards Rekonstruktion des Piltdown-Schädels. There were people who had grave doubts about what Dawson had discovered. Einige hatten ernsthafte Zweifel, was Dawson da gefunden haben wollte. Aber wirklich einflussreiche Leute gaben dem Ganzen ihren Segen. Eine Ansammlung bedeutender Persönlichkeiten. Und die dürften sich gesagt haben, egal wie die Sache ausgeht, es ist gut für Großbritannien. Hier haben wir eine Replik von Schädel und Kiefer. Ein weiterer Abguss. Der ist ziemlich nützlich. Man bekommt eine Idee davon, wie die Fundstücke ausgesehen haben und wie sie in Verbindung zueinander stehen. Man sieht, dass vom Schädel eigentlich nicht viel gefunden wurde. Die dunklen Stellen sind die Fundstücke und die helleren sind die Rekonstruktionen von Arthur Keith und anderen in den 1920ern. Man kann viel darüber spekulieren, wie das Ganze eigentlich genau aussehen müsste, weil wenig vom Gesicht vorhanden ist. Zumindest gibt es große Teile des Hinterkopfs. Heute wissen wir, dass es sich um den Schädel eines Menschen um 1400 herum handelt. Der Guss ist sehr massiv. Finden. Kurz darauf finden sie, laut Woodward, genau einen solchen Eckzahn, der perfekt in den Unterkiefer passt.
Das wirklich Brillante am Piltdown-Fund sind doch die immer passenden Entdeckungen. Dawson und Woodward waren die Leiter der gesamten Ausgrabung. Sie hatten nur einen Hilfsarbeiter zum Graben dabei, Venus Hargreaves, der die Erdhügel aufschüttete, die dann durchsiebt wurden. Auf diese Weise musste Dawson nichts im Boden verstecken. Da wurde auch nie etwas gefunden, nur in den aufgeschütteten Erdhaufen. Das machte das Ganze einfach für Dawson. Er wohnte in der Nähe und konnte jederzeit etwas in die Hügel stecken, damit es andere dann finden. Da auch jeder Zugang hat, kann man so gut seine Spuren verwischen und das Ganze auch noch echt aussehen lassen. Woodward hofft, dass der Fund der Diskussion um seine Rekonstruktion ein Ende bereitet. Aber der angesehene Mediziner und Anthropologe Arthur Keith zweifelt an Woodwards neuester Entdeckung. Seine eigene Rekonstruktion verweist darauf, dass menschliche Backenzähne beim Kauen eine Seitwärtsbewegung erlauben. Der Fangzahn im Piltdown-Kiefer würde eine solche Bewegung aber unmöglich machen. Heute wissen wir, dass das der Kiefer eines Orang-Utans ist. Es wurde also der Kiefer eines Affen bearbeitet. Das eigentliche Problem ist, dass der Gelenkkopf, also die Verbindung zum Schädel, mit Absicht entfernt wurde. Es gibt also keine greifbare Schnittstelle. Und das ließ schon damals viele vermuten, dass es sich um Teile von zwei Individuen handelt. Von einem Menschen und einem Orang-Utan, die irgendwie zusammengesetzt wurden. Aber wenn man beides versucht in Einklang zu bringen, zieht der lange Kiefer das Gesicht mit nach vorne. Dadurch wirkt alles sehr affenähnlich. Das passt zur viktorianischen Vorstellung eines frühen, intelligenten Menschen mit den Zügen eines Affen. Aber heute wissen wir, dass sich erst die äußeren Merkmale verändert haben müssten und dann das Gehirn. Der Zeitpunkt war perfekt. Ein guter Schwindel muss eine Nachfrage bedienen. Und das war um 1912 der Fall. 50 Jahre nach dem Erscheinen von Darwins Die Entstehung der Arten. Das britische Weltreich lahmt etwas in der Archäologie. Und da taucht plötzlich Dawson auf und sagt, wie der Zufall so spielt, liebes Großbritannien, wir haben es gefunden. Der Rest der Welt kann aufhören zu suchen. Man muss diese Entdeckung im historischen Kontext betrachten. Mit dem britischen Empire schien es langsam bergab zu gehen. Man setzte alles daran, um Größe zu demonstrieren. Da kam dieser Fund gerade recht. Aber von Anfang an gab es auch Kritik an Woodwards Rekonstruktion des Piltdown-Schädels. There were people who had grave doubts about what Dawson had discovered. Einige hatten ernsthafte Zweifel, was Dawson da gefunden haben wollte. Aber wirklich einflussreiche Leute gaben dem Ganzen ihren Segen. Eine Ansammlung bedeutender Persönlichkeiten. Und die dürften sich gesagt haben, egal wie die Sache ausgeht, es ist gut für Großbritannien. Hier haben wir eine Replik von Schädel und Kiefer. Ein weiterer Abguss. Der ist ziemlich nützlich. Man bekommt eine Idee davon, wie die Fundstücke ausgesehen haben und wie sie in Verbindung zueinander stehen. Man sieht, dass vom Schädel eigentlich nicht viel gefunden wurde. Die dunklen Stellen sind die Fundstücke und die helleren sind die Rekonstruktionen von Arthur Keith und anderen in den 1920ern. Man kann viel darüber spekulieren, wie das Ganze eigentlich genau aussehen müsste, weil wenig vom Gesicht vorhanden ist. Zumindest gibt es große Teile des Hinterkopfs. Heute wissen wir, dass es sich um den Schädel eines Menschen um 1400 herum handelt. Der Guss ist sehr massiv. Man kann also nicht genau erkennen, wie die Bruchstücke mal zusammenpassten. Aber er wurde mit Absicht ausgesucht. Weil der Schädel besonders groß ist, wirkt er sehr archaisch, was Dawsons Absicht entgegenkam. Hinten fehlen aber weite Stücke. Daher lässt sich nicht mehr genau sagen, wie das eigentliche Gesamtbild aussehen müsste.
Bis dahin dachte man, dass sich bei der Entwicklung von affenartigen Vorfahren zum Menschen zuerst die Form von Kiefer und Gebiss verändert hätten. Der Piltdown-Mensch zeigte, dass zuerst das Gehirn größer wurde, bevor die Morphologie des Kiefers andere Züge annahm. Das änderte die Sichtweise auf die Entwicklung des Menschen, zumindest in Hinsicht auf seinen Kopf. Charles Dawson wollte die Anerkennung des Naturkundemuseums. Er übereignete seine Fundstücke und sagte, hier habt ihr alles, das perfekte Exponat zur alles entscheidenden Frage, woher kommen wir? Ein scheinbarer Glücksfall für das Museum. Die vielen Kritiker und Zweifler wurden verwickelt war. Er war kein unbeschriebenes Blatt. This guy was from the start, you know, up to something. Der Archäologe Miles Russell von der Bournemouth University hat Dawsons antiquarische Sammlung untersucht. Er kommt zu dem Schluss, dass mindestens 38 Exponate Fälschungen sind. Darunter Zähne eines angeblich mit den Nagetieren verwandten prähistorischen Reptil-Säugetier-Hybriden, die auf dieselbe Weise nachbearbeitet wurden, wie 20 Jahre später die Zähne im Piltdown-Unterkiefer. Wir fanden heraus, dass Dawson während seiner gesamten Karriere seit 1896 mit Fälschungen und fragwürdigen Entdeckungen in Verbindung gebracht wurde. Worum es sich auch handelte, es war aufsehenerregend und steigerte sein Ansehen und seine Bekanntheit bei Museen und wichtigen Forschergesellschaften. Das Muster scheint immer das gleiche. Sobald er weiß, was gesucht wird, findet er es auch. In the archaeological record and then discovering it. This was a man who hankered after recognition by people. Er ist ein Typ, der nach akademischer Anerkennung strebt, aber ohne dafür den ganzen wissenschaftlichen Weg gehen zu wollen, ohne Abhandlungen zu verfassen oder akademische Forschung betreiben zu müssen. Irgendwie schafft er es, genau die Fundstücke zu präsentieren, die andere wollen. Dafür wurde er gehätschelt. Und nichts anderes wollte er. Man kann sich nur ausmalen, wohin das geführt hätte, hätte er noch länger gelebt. Die Chancen auf einen Doktortitel oder sogar einen Professorentitel standen gut. Er stand gern im Rampenlicht. Er wollte dazugehören und fand, schwupps, was die Leute gerade wollten. Häufig geht es bei Fälschungen ums Geld. Reine Geschäftemacherei. Hinter Loch Ness steht zum Beispiel eine ganze Industrie. Oder wenn man sich die Geschichte um die Hitler-Tagebücher anguckt, da ging es sogar um noch sehr viel mehr Geld. Aber Dawson hat daran nichts verdient. Er war schon wohlhabend. Genau genommen hatte er sogar laufende Kosten. Ihm ging es allein um Anerkennung. He didn't get a penny for this. Er hat keinen Penny dafür bekommen. Aber darum ging es ihm auch nicht. Er hatte genug Geld. Er suchte seinen Platz in der wissenschaftlichen Community, in der archäologischen Gesellschaft. Und den hat er auch bekommen. Er wurde Mitglied in der Royal Geological Society und bekam mehrere Auszeichnungen. Er weiß, was gesucht wird, findet er es auch. In the archaeological record and then discovering it. This was a man who hankered after recognition by people. Er ist ein Typ, der nach akademischer Anerkennung strebt, aber ohne dafür den ganzen wissenschaftlichen Weg gehen zu wollen, ohne Abhandlungen zu verfassen oder akademische Forschung betreiben zu müssen. Irgendwie schafft er es, genau die Fundstücke zu präsentieren, die andere wollen. Dafür wurde er gehätschelt. Und nichts anderes wollte er. Man kann sich nur ausmalen, wohin das geführt hätte, hätte er noch länger gelebt. Die Chancen auf einen Doktortitel oder sogar einen Professorentitel standen gut. Er stand gern im Rampenlicht. Er wollte dazugehören und fand, schwupps, was die Leute gerade wollten.
Häufig geht es bei Fälschungen ums Geld. Reine Geschäftemacherei. Hinter Loch Ness steht zum Beispiel eine ganze Industrie. Oder wenn man sich die Geschichte um die Hitler-Tagebücher anguckt, da ging es sogar um noch sehr viel mehr Geld. Aber Dawson hat daran nichts verdient. Er war schon wohlhabend. Genau genommen hatte er sogar laufende Kosten. Ihm ging es allein um Anerkennung. Er hat keinen Penny dafür bekommen. Aber darum ging es ihm auch nicht. Er hatte genug Geld. Er suchte seinen Platz in der wissenschaftlichen Community, in der archäologischen Gesellschaft. Und den hat er auch bekommen. Er wurde Mitglied in der Royal Geological Society und bekam mehrere Auszeichnungen. Diese sollten bezeugen, dass er etwas Großartiges geleistet hatte. Nicht nur für sein Land, auch für die Wissenschaft. Der Piltdown-Schwindel war zu seiner Zeit auch so erfolgreich, weil er den Erwartungen vieler Forscher entsprach, dass irgendwann der Missing Link zwischen Hominiden-Vorfahren und modernen Menschen auftauchen müsste. Irgendwo auf dem eurasischen Kontinent. Der angebliche Fund in Sussex stützt das. Für die Briten ist aber vor allem wichtig, dass er dort gemacht wurde und nicht etwa in Frankreich oder Deutschland. Das hatte seinen Preis. Da die Nachbildung des Piltdown-Schädels darauf schließen ließ, dass sich das Gehirn noch vor den physiologischen Merkmalen weiterentwickelt hatte, führte diese Annahme die frühe Evolutionsforschung in eine Sackgasse. It's difficult. Und alles aufdecken? Oder wollte er doch alle Geheimnisse mit ins Grab nehmen? Allemal aber eine großartige Geschichte. Alle Indizien weisen auf Charles Dawson als Urheber des Piltdown-Schwindels hin. Charles Dawson stand gleich als erster unter Verdacht. Das war nur logisch, weil er bei den Ausgrabungen die meisten Stücke gefunden haben wollte. Wenn jemand alle Möglichkeiten dazu hatte, dann mit Sicherheit er. Und obwohl er Verdächtiger Nummer 1 war, hat sich lange niemand die Mühe gemacht, seinen Background zu durchleuchten. Erst nach Jahrzehnten, als das Interesse am Piltdown-Menschen bestehen blieb, fing man an zu gucken, was Dawson noch so getrieben hatte. Dann dämmerte es langsam, dass Dawson noch in andere solcher Geschichten verwickelt war. Er war kein unbeschriebenes Blatt. Der Archäologe Miles Russell von der Bournemouth University hat Dawsons antiquarische Sammlung untersucht. Er kommt zu dem Schluss, dass mindestens 38 Exponate Fälschungen sind. Darunter Zähne eines angeblich mit den Nagetieren verwandten prähistorischen Reptil-Säugetier-Hybriden, die auf dieselbe Weise nachbearbeitet wurden wie 20 Jahre später die Zähne im Piltdown-Unterkiefer. Wir fanden heraus, dass Dawson während seiner gesamten Karriere seit 1896 mit Fälschungen und fragwürdigen Entdeckungen in Verbindung gebracht wurde. Worum es sich auch handelte, es war aufsehenerregend und steigerte sein Ansehen und seine Bekanntheit bei Museen und wichtigen Forschergesellschaften. Das Muster scheint immer das gleiche. Sobald er weiß, was gesucht wird, findet er es auch. In the archaeological record and then discovering it. This was a man who hankered after recognition by people. Er ist ein Typ, der nach akademischer Anerkennung strebt, aber ohne dafür den ganzen wissenschaftlichen Weg gehen zu wollen. Ohne Abhandlungen zu verfassen oder akademische Forschung betreiben zu müssen. Irgendwie schafft er es, genau die Fundstücke zu präsentieren, die andere wollen. Dafür wurde er gehätschelt.
Und nichts anderes wollte er. Man kann sich nur ausmalen, wohin das geführt hätte, hätte er noch länger gelebt. Also ein bedeutender Fund. Aber er war auch problematisch, weil er in England gemacht wurde. Einige folgerten daraus, dass die englische Archäologie überlegen sei. Aber vor allem, dass die Menschheit hier ihren Anfang genommen habe, in England. Man schenkte der Sache vor allem so großen Glauben, weil Dawson in London als vertrauenswürdiger Sammler galt. Auch für Woodward. Er selbst war so sehr überzeugt, dass bis heute viele glauben, dass auch er in den Betrug verwickelt war. Wahrscheinlich haben die wenigsten das Ganze hinterfragt, weil ihnen die Idee gefiel, dass die frühesten Menschen aus England stammten. Vor allem mit einem so großen Gehirn. Das britische Weltreich war auf seinem Zenit angelangt. Die Idee, dass die ersten Menschen britisch waren und hier die Menschheit ihren Ausgang hatte, passte da gut ins Bild und beflügelte den Nationalstolz. Dr. Miles Russell ist dem Betrug um den Piltdown-Menschen mehr als 20 Jahre nachgegangen. Er zeigt uns Dawsons damaliges Büro. Wir sind hier in Uckfield. Das ist die Kanzlei Dawson & Hart, die Dawson im frühen 20. Jahrhundert mitbegründet hat. Mir wurde gesagt, dass ich hier immer noch Spuren der Piltdown-Entdeckung finden. Hier. Irgendwo. Ah, da ist es. And there he is. This is a replica. Das ist eine Replik des Piltdown-Schädels. Als 1953 der Schwindel aufflog, verlangte Dawson & Hart das Original vom Naturhistorischen Museum zurück. Obwohl eine Fälschung, wollte man die Rekonstruktion nicht rausrücken und schickte der Kanzlei stattdessen einen Gipsabguss. Seit den 1960er Jahren ist der hier zu sehen. Genau genommen das einzige von der ganzen Piltdown-Geschichte, das man heute noch zu sehen kriegt. Wissenschaftler sind auch nur Menschen. Manchmal will man Dinge einfach glauben. Ein anständiger Wissenschaftler prüft natürlich alles ganz genau. Aber wenn ein Fund so spektakulär ist, dann soll es einfach wahr sein. Die Piltdown-Sache hat aber durchaus etwas in der Gesellschaft vorangebracht. Angeblich den Missing Link gefunden zu haben,